Huhu, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Runde The Long Dark. Ein Survival-Game, das stark auf Realismus basiert, also keine Zombies oder irgend sowas, sondern nur Mensch gegen Natur. Das Ganze spielt irgendwo in Kanada statt, nach einem Flugzeugabsturz, und es geht um das nackte Überleben. In dem Spiel geht es nicht darum, ob man überlebt, sondern wie lange man überlebt. Und ja, ich habe es auch schon mal angetestet und war sehr zuversichtlich. So zuversichtlich, dass ich jetzt sagte, komm, machst du mal ein Let's Play draus. Der Story-Modus geht noch nicht, wir sind uns noch in einer Alpha-Version. Aber wir machen dann ein Sandbox-Survival am Mystery Lake. Und ja, viel Spaß, los geht's. Gleich geht's los, da kämpfen wir ums nackte Überleben. Ich muss sagen, dass ich in der ersten Runde, die ich mal so angetestet habe, auf Anhieb eigentlich, ich war zufrieden. Also, 14 Tage habe ich durchgehalten. In dem Spiel startet man random irgendwo immer an einer anderen Stelle. Und spontan habe ich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Aber checken wir erstmal. Wir haben 20 Grad, davon dürfen wir nicht so viel weg. Aber wir haben morgen 6 Uhr. Das ist eigentlich sehr gut für den ersten Start, für den ersten Tag, für so zu starten. Da haben wir jetzt einen schönen langen Tag Zeit, um uns so um das Wichtigste zu kümmern. Sprich, dass wir jetzt erstmal schnell viel rumkommen und so viel wie es geht an Material und Werkzeug irgendwie heranzuschaffen. Gehen wir mal da hinten lang. So, natürlich können wir auch rennen, das tun wir jetzt auch. Wir haben ja Energie. Wir verbrauchen im Moment 200 Kalorien pro Stunde. Und uns ist sehr kalt, und je kälter uns jetzt wird, desto höher wird auch der Kalorienverbrauch ansteigen. Weil es ganz klar, je mehr der Körper heizen muss, desto mehr Brennstoff ballert er durch. Deshalb müssen wir uns schleunigst viel rumkommen, damit wir bessere Klamotten bekommen. Und ich habe gerade so überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ideale Voraussetzungen. Ich muss ja zugeben, ich glaube, wenn ich in eine... Ah, da sind wir. Ich muss hier zugeben, ich glaube, wenn ich RL in so einer Survival-Situation wäre. Oha. Da könntest du ein wenig erzählen auf der Weltbevölkerung. Hier vorne sind das ein Rehe. So, in diesem Hütchen werden wir es uns vorerst mal gemütlich machen. Weil die liegt eigentlich recht zentral. Da können wir so in den ersten Tagen mal... von hier aus so die Gegenden abklappern. So, hier liegt Holz und Zeitung. Was haben wir hier drin? Ein Schnellanzünder, sehr gut. Also so Benzin. Damit kriegst du jedes Feuer in Gang.
So, das ist schon mal gut, so eine zusätzliche Weste. Werde ich auch gleich anziehen. Oh, sehr gut, sehr gut. Damit können wir die Klamotten reparieren und vor allen Dingen können wir damit unsere handwerklichen Looks like Fähigkeiten this has been here a weiterentwickeln. while. Und das ist späterhin elementar wichtig. So. Bleiben wir gerade mal an diesem Kasten. So, was haben wir denn? Wir haben Antibiotika zweimal. So, dann hau ich das mal direkt wieder rein. So. What else? Nochmal Brandbeschleuniger. I could use this. Und ich wollte direkt die neue Klamotte hier anziehen. So, zack. Was haben wir hier? Hier ein Drink. Was ist das? Ein Candy Bar. Dose Fleisch und Bohnen oder sowas. So. Laterne. So, was haben wir hier? Nichts. Hope nobody needs this anymore. Eine Zeitung, die nehmen wir gleich an uns. Ja, herzlich wenig los hier. Materialien. Nee. Ist das bei dem anderen? Nee. Ist das bei Tools? Ja, das hier sind die die kleinen Benzindinger. 12 Streichhölzer haben wir. Uhrzeit 7 Uhr. So. Das Reclaimed Wood, das ist Holz, das brennt eine halbe Stunde. Das ist quasi so das schlechteste Holz. Aber was wir haben, haben wir. So. Direkt alles hier rein. So. Dann gucken wir mal oben nach. Here. Down ist sonst nichts. Okay. Was ist hier los? Ein Sweater. Hier in den Kisten ist nichts. Was haben wir hier? Painkillers. Extrem gut. Oh, gleich noch ein Swallowing Kit. Ist ja Hammer. Sehr schön. So. Die hat plus 1. Und was war da jetzt noch? Ah, so ein Sweater. Und der ist auch schlechter. Gut, dann legen wir das gleich hier rein. Klo. So, die olle Weste, den ollen Sweater, Tools und die Kits auch gleich damit rein. So. Gut, damit können wir weiterziehen. Haben wir noch kalt? Ja, wir haben noch kalt. Das heißt, wir schlafen einfach eine Stunde. Dumm, die dumm, die dumm. So, jetzt sind sie ein bisschen besser. Wir haben noch 1300 Kalorien. Ja. Gut.
glaube, das war's hier. Wie sind wir denn belastet im Moment? Okay, wir sind noch bei 6 Kilo. Das ist hervorragend. Reisen wir direkt weiter? Vielleicht schaffen wir es ja direkt am ersten Tag, eines der meiner bevorzugten, also eines der wichtigsten Ziele zu erreichen. Das ist so eine ganz spezifische Hütte, in der jede Menge Loot liegen sollte, könnte, müsste. Grundsätzlich ist hier alles random, wo man spawnt, um welche Uhrzeit man spawnt, und auch sämtliche Gegenstände sind random. Ich denke zwar, dass alle Gegenstände in einer gewissen Anzahl grundsätzlich vorhanden sind, die Frage ist nur, wo. Auch so eingefrorene Leichen kann man hier und da mal im Schnee finden, die man dann auch noch plündern kann. Ich gebe mal ein bisschen Gas, renne mal ein bisschen. Aber auch das ist random. Wir haben eigentlich gerade sehr gutes Wetter. Wir haben nur minus 16. Ist eigentlich ein Top-Wetter. So, gehen wir hier nochmal kurz ins Inventar. Und zwar zu den Nahrungsmitteln. Und das möchte ich nicht alphabetisch, sondern das Schlechte bitte nach oben. So, dann hauen wir uns da direkt was rein. Das Ganze nochmal. So, aber die Kälte. Ich hoffe, es bleibt kein zu hoch gestecktes Ziel, das zu erreichen wir beabsichtigen. Die größte Gefahr sind die Wölfe in dem Spiel. Also in dem Moment, wo wir uns nicht selber ins eigene Grab schaufeln, indem wir in die Schneestürme reinrennen oder ja, keine Ahnung, nackt im Schnee spielen, sind die Wölfe die absoluten Todfeinde. Im Grunde das richtige Spiel für mich. Und aus diesem Grund kann ich auch nicht permanent hier labern wie ein Wasserfall, weil ich nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren aufhalten muss. Die Kälte. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, in die Richtung, in die ich gerade renne, gibt es keine Wölfe. Zumindest kam das Geheule aus einer anderen Richtung, deshalb bleiben wir stur am Rennen. Ah, und wir müssen halt auch darauf achten, dass dieses seitliche Laufen hier, dass wir das nicht diagonal zum Hügel hoch oder zum Hügel runter machen, weil das ist der beste Garant, um sich den Knöchel zu verstauchen. Finde ich eigentlich sehr gut, weil sehr nah an der Realität, also wenn Hügel hoch, dann geradeaus. Und Hügel runter ebenso. Und bestenfalls auch nicht unbedingt rennen. So, komm über Kuppe. So, hier liegt eine Leiche.
Na, was hast du für mich? Einen Schokoriegel. Wobei, nee, Candy ist, glaube ich, nicht Schoko, oder? Oh, dafür lassen mich jetzt gerade meine Englischkenntnisse. Aber Candy ist, glaube ich, nicht Schoko. Candy ist, glaube ich, irgendwie so... Ja, so irgend so ein Süßkram-Zeugs. So, da hinten zu dieser Hütte wollen wir. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal nach... nochmal nach Wölfen Ausschau halten. Ich höre mal keinen Jaulen. Oh, Freezing jetzt. Da habe ich gerade was gehört aus der Richtung. So, was haben wir hier? Oh, für Firewood. Ist mir das beste Holz, das brennt 1,5 Stunden. Aber dieses Holz werden wir unter gar keinen Umständen verbrennen. Dazu ist es zu selten und wir brauchen es später zum Reparieren von dem Gewehr und der Axt und dem Messer. Und es beim Holzfällen mal irgendwo abzugreifen, da muss man schon verdammt Glück haben. Das lege ich irgendwo stark auf Seite. Ist da hinten noch was? Nee. So, jetzt einfach mal hoffen, dass wir hier direkt die Rifle finden. Es wäre ganz toll. Oh, yeah!